1962, als John Glenn als erster Mensch die Erde umkreiste, mussten sie die vorliegenden Computerergebnisse. Und mit ihren komplexen Berechnungen ermöglichten sie Amerikas Triumph im Rennen um den Weltraum. Ihre Expertise, die manuelle Berechnung von Schubkraft und Flugbahn. 1962, als John Glenn als erster Mensch die Erde umkreiste, mussten sie die vorliegenden Computerergebnisse von Hand gegenprüfen. 1962, als John Glenn als erster Mensch die Erde umkreiste, Двухсторонняя радио.